Hallo Freunde, könnt ihr euch vorstellen, dass es in eurem Haus jemanden gibt, von dem ihr nichts wisst? Er lebt sein Leben und hat sogar Nachkommen. Der 22-jährige philippinische Immobilienmakler John Hadel Raquel erfuhr zu spät von den ungebetenen Gästen. Eines Tages, als er von der Arbeit nach Hause kam, stieß er in seinem Haus auf einen Eimer. Das ist doch ein Eimer für den Garten. Wer hat ihn hierher gebracht? Dachte John. Aber als er sich bückte, um den Eimer in die Hand zu nehmen, bekam er einen Schock. Von dem, was er sah, wurde ihm für einen Moment schlecht. Im Inneren des Eimers bewegte sich ein unvorstellbares Wesen, das einem Alien sehr ähnlich sah. Das lag daran, dass es im Haus etwas dunkel war und der junge Mann den Tausendfüßler nicht sofort erkannte. Aber nachdem er Mut gefasst hatte, erblickte er in dem Eimer einen 15 cm langen Skolopender, der seine Larven hegte. John warf den Tausendfüßler nicht hinaus, sondern brachte ihn in demselben Eimer in den Garten zurück. Er beobachtete einen Monat lang, wie dieses kleine Wesen seine Nachkommen pflegte. Die ganze Zeit hindurch hat er die außergewöhnliche Familie mit der Kamera aufgenommen. Sie hat sich einen ganzen Monat lang ununterbrochen um sie gekümmert und selbst die eigene Ernährung vernachlässigt, sagt John Raquel. Es stellt sich heraus, dass diesem primitiven Insekt der mütterliche Instinkt nicht fremd ist. Die Menschen haben eine zwiespältige Einstellung zu diesem Video, sagt Raquel. Einerseits ist es ein widerliches Insekt, das einem Wesen aus einem Horrorfilm ähnelt. Andererseits muss man die mütterlichen Gefühle bewundern. Der Tausendfüßler hat sich um seine Larven gekümmert. Es gibt viele Arten von Tausendfüßlern. Einige von ihnen kümmern sich um ihren Nachwuchs. Andere verlassen ihn sofort, nachdem er zur Welt kam. Der chinesische rote Skolopender kümmert sich um die Larven bis zur ersten oder zweiten Häutung. Sie sind geborene Mörder und man darf sie nicht anfassen, warnt Raquel. Der chinesische rote Skolopender kann in nur 30 Sekunden eine Maus töten, die 15 Mal so groß ist wie er selbst. Wissenschaftler haben herausgefunden, welches Toxin in der Zusammensetzung des Giftes eine solche Reaktion verursacht und wie der Mechanismus der Vergiftung ist. Diese Unterart von Tausendfüßlern ist in Ostasien, Australien und Hawaii verbreitet und kann bis zu 20 cm lang werden. Wissenschaftler wurden auf sie wegen der besonderen Gefahr ihres Giftes, das mehrere starke Giftstoffe vereint, aufmerksam. Aber dieser Tausendfüßler ist, wie die Autoren bemerken, nicht nur für Tiere gefährlich. 11% der Fälle von Krankenhausaufenthalten in Hawaii zwischen 2020 und 2022 sind auf einen Skolopenderbiss zurückzuführen. Ein Biss kann zu Gefäßkrämpfen, Hypertonie, Myokardischämie und sogar zum Tod führen. Es ist also besser, diese Kreaturen zu meiden. Aber John Hadel Raquel hat keine Angst vor Tausendfüßlerbissen. Für einige sieht der Skolopender mit seinen Larven abstoßend aus, aber viele sehen darin wahre mütterliche Liebe, sagt Raquel. Das war's für heute. Und was denkt ihr? Ist das wirklich mütterliche Fürsorge? Schreibt eure Meinung in den Kommentaren unter dem Video. Gebt dem Video ein Like und bis bald!